Hallo Freunde der Spekulatur und willkommen zurück auf Tropikos, kleiner Insel, wo wir, unsere Waren nicht loswerden, aber da werden wir mal eben was ganz anderes machen, denn der Patch hat aber eine geile weitere Neuerung der 1.02, denn wir können jetzt unsere Kameratasten verändern und endlich kann ich auf ASWD hier rumrennen. So, Diplomatie war auf D. Können wir dann lieber auf... Legen wir mal auf Q. So. Zurück im Spiel und ja! Endlich kann ich die Kamera so bewegen. So, überall mal das Geld ein bisschen runter. Dann können wir das, den Straßenabschnitt. Natürlich war es jetzt ein Stück zu viel. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue. Ja, wir werden die Wahlen eh manipulieren. Präsident, wie Sie. Sehr gerne würde ich diese Verordnung erlassen. Jetzt doof mit der Arbeitsqualität, ne? Ah, der Stoff wurde endlich ausgeliefert. Aber rum scheint immer noch keine hohe Priorität zu haben. Ah, wenn wir die Straße schon aus Versehen kaputt... Ah, pass auf! Wenn der jetzt gleich nicht mehr verbunden ist, ne? Das Gebäude produziert nichts. Baumstämme. Gucken wir uns mal um. Haben wir überhaupt noch ein Sägewerk? Ja, da vorne. Kein Platz mehr für weiter produzierte Güter. Ausgang 3500 liegen da einfach rum. Ich grüße Sie. Meine Leute machen wahrscheinlich nix. So, dann können wir hier die Bezahlung auch reduzieren, weil warum soll ich alle drei Monate oder so ein Schiff hier haben, wenn eh nichts rausgeschickt wird? So, Fleisch sollten wir aber produzieren. Ja. Na, wo bist du? Handel. Mittlerer Osten will nicht mit mir handeln. Muss Geld einsparen. Geld. Wisst ihr was? Wir müssen es nochmal machen. Ich muss nur überlegen. Es war nicht die Welt verändern. Gehen wir mal zum Hauptmenü. Irgendwie muss ich doch genau dieses Kapitel wieder starten können, oder? Das war das Ende vom letzten Kapitel. Die. Nee, das ist die Kampagne.
Da müssen wir uns wirklich in den Tod wirtschaften, bevor irgendwas passiert. Boah, das kann's aber eigentlich nicht sein, oder? Weil komm, es gehen auch keine Leute mehr irgendwie sich amüsieren. Plus 5 Schönheit. Wundqualität. Agrarsubvention lassen wir drin. Aufheben. Präsidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zu sein. Ah, ein weiterer. Nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere. Ein Licht. So, nehmen wir die Berühmtheit. Der sieht doch schon gut aus. Er sieht aus wie aus meiner Familie. So, kann ich nicht Schwarzgeld einfach rüber pfeffern? Das wird mir nämlich eigentlich helfen. Keine Ruhepause für den. Es ist logisch, dass wir offiziell. Ja, komm, wir laden China auch in eine Botschaft ein. Wenn es gerade funktionieren würde. Die Amerikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue. Das haben wir natürlich ein paar Sachen noch drin. Wie zum Beispiel die Autos, die ich eigentlich gar nicht brauche. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Da hat irgendwie auch keiner Bock mehr essen zu gehen. Mhm. Die Zeitung, Universität. Müssen wir auch mal runtergehen. Das finde ich merkwürdig, weil wo sollen denn die 1000 Einwohner sein hier auf der Insel? Hier muss doch jeder obdachlos sein. Aber es sind nur 16 obdachlos. Präsidente, wie Sie... Das machen wir gerne. Ich verrate euch. Wann heben wir es mich auch wieder auf? Um die Sonnenbrillenindustrie zu unterstützen, hat El Presidente der Gründung eines neuen Geheimdienstes zugestimmt. Und direkt wieder abgelehnt. Nicht weiter sagen. Wenn die keinen Profit machen, weg damit. Alles raus, was keine Miete zahlt, sagte mein Vater bereits. Baumstämme. Ich muss doch irgendwie die Stadt noch retten können. Keine Rebellen haben wir. Die USA mag mich jetzt gerade nicht so dolle. Dann preisen wir die mal, damit wir ein bisschen mehr Bonuskram kriegen. Jetzt haben wir 3 Baumwollfarmen hier oben. Da reißen wir auch mal eine ab. Weil die wird ja auch nicht weggeliefert.
Von dem Bergwerk brauchen wir auch nur, wenn eins. Das andere reißen wir auch ab. Kohle behalten wir, das Kraftwerk. Weil Kohle und Bauxit kriegen wir noch weg, oder? Oder hier sowas wie Baumwolle. Kann man direkt wegpfeffern. So. Vielleicht rettet uns das ja noch den Arsch. Vielleicht sind das einfach zu niedrige, also niedrigwertige Produktionsketten. Und deshalb kriege ich das nicht verkauft. Ay, caramba! So, setzen wir den mal so. Da können wir den auch ein bisschen runtersetzen. Das sollte ich lieber nicht machen. Doch irgendwie hinkriegen, dass die Schlawiner auch wirklich wieder was produzieren. Stattdessen sind die einfach voll. Vor allem hier die Produktion durch hohe Umweltverschmutzung ist ja eigentlich auch nicht wahr. Also minus 19 hat er hier stehen, das ist ja auch nichts. Also hier stehen die schon mal einfach. Wir haben die Chance, den Ausgang... Hola. So, ich reiß das hier mal einfach ab hier vorne. Das Undenkbare ist eingetreten, Präsidente. Wir haben die Wahlen verloren. Die Weltwirtschaft, die Illuminaten, schlechtes Wetter. Ah, verdammt. Aber ich muss es versuchen zu retten. Ja, ich sehe jetzt auch das einfach das Problem, weil ich hier am Anfang vom Bau gemacht habe. Ich habe eine Straße, die zum Hafen führt und wieder zurück. Klar staut sich hier jeder Kack. So, ich reiße jetzt die beiden ab. Hat den folgenden Grund. Gesundheitsversorgung ist kacke. Weil so werden nämlich Transportfirmen, die etwas weiter weg sind, vielleicht hier unten hinkommen. Und sich darum kümmern. So, jetzt holen wir mal die ganzen Verordnungen raus. Also, beziehungsweise hauen wir raus. So, 1500 für Unterhaltskosten hauen wir weg. Hydrokulturen steigen lassen, hauen wir auch weg. Vermögenssteuer ist aktiv. Lassen wir auch drin, bringt ja auch Geld. Mülltrennung ändert jetzt auch nichts mehr, ob ich es drin habe oder nicht. Amerikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Äh,
Es ist logisch, dass wir... Presidente, wie Sie wissen, sind Sie es, der... Ja, wir werden einen neuen holen. ...des Erben schwiegen alle Tiere. So. Bom, bom, bom. Presidente. So, jetzt wird es mich interessant. Da haben wir zum Beispiel einen Transportwagen. Der hat Milch gebracht. So, Baumwolle haben wir auf jeden Fall. Guck mal. Ach, wisst ihr, warum ich den Kram nicht wegkriege? Mein Ruf ist einfach zu schlecht mit der Fraktion. Und wenn ich mit der Fraktion wahrscheinlich einen zu schlechten Ruf habe, dann kann ich nicht mal, also kann ich keins der Güter dahin transportieren. Das müssen wir mal eben kurz gucken, ob ich da recht habe. Einmal nach. Genau, die USA, Russland, die sind nämlich alle, haben keine gute Beziehung zu mir. Deshalb kann ich nichts wegtransportieren ins Ausland. Außer halt diese Grundnahrungsstoffe. Obwohl, dass da oben die Baumwolle auch noch nicht mal weggeht. Ist auch ein bisschen komisch. Nein, 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 nicht beide. Ah! So, mal eben ein bisschen reduzieren. Ich habe auch das Gefühl, dass die schnelle Spielgeschwindigkeit inzwischen langsamer ist. Du bist lustig. Nein, ich bin gerade überhaupt nicht lustig. Wir haben die Chance, den Ausgang der Nähe. Da ist eine Gurke, ey. Das Undenkbare ist eingetreten. Ja. Die Weltwirtschaft, die Illuminaten, schlechtes Wetter und viel Pech haben gemeinsam dafür gesorgt, dass sie verloren haben. Bitte lassen Sie Ihren Bart und Ihren Hut auf dem Tisch liegen, bevor Sie gehen. Ja, damit kann ich die Kampagne leider vergessen, weil ich krieg das nicht mehr geregelt. Also ich kann das nicht mehr verändern. Ich glaube, ich habe kein Safe Game. Wo ich etwas früher bin. Wir gehen mal hier rein. Das sollte das Ende sein von der Mission davor. Genau. So. Spielen Sie auf Baobao. Weil wir haben am Anfang 20.000. Tag 0. Kennen wir ja alles schon. Die Welt steht am Abgrund.
Aber wir können sie retten. Nur nicht heute. Die Antwort ist einfach. Wir müssen in der Zeit zurückreisen. So, kein bisschen Geld. Keiner mag mich auf der Welt. Preisen wir erstmal die USA. Genau, was wollte ich machen? Ich wollte gerne die Straßen so ein bisschen auflockern. Wir werden hier an der Seite auch mal abreißen. Wir reißen auch das Transportunternehmen hier ab. Genau, weg ist er. Liebe Zuhörer, der Kalte Krieg ist offiziell vorbei. Glückwunsch, wir haben gewonnen. Die USA und die UdSSR haben sich und alle anderen nicht in einem Weltkrieg zerbombt. Und das ist in meinen Augen ein Sieg. Warum auch immer ich hier die Straße gebaut habe, ist mir total uninteressant. So, Stahl brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir... Obwohl doch, Stahl lassen wir noch eben drin. Atomprogramm brauche ich kein Geld für. Da muss auch keiner drin sitzen. So, Militärkosten reduzieren wir auch direkt mal. Wo ich hier auch einen abreiße. Ja, wenn er hier gegenüber von der Kreuzung wieder ist, ist das Mumpitz. Dann bauen wir die denn lieber hier auf. Ich kannte ihre Großmutter. Schön. So, auch da normale Einnahmens blablabla. Hier können wir den mal auspumpen. Ja, das Bauxitbergwerk wird wahrscheinlich hier Nachteile bringen. Ja, ich glaube, Uran will die Welt nicht mehr sehen. Da fehlt uns Ruf. Haben wir Bananen? Natürlich nicht. Wir haben aber Stahl. Und wir haben auch Rum. Was wir nicht haben, sind Zigaretten. Boah, ich hoffe es einfach, weil wenn jetzt kein Rum rausgenommen wird aus meiner Rum-Destillerie. Destillerie. Ja. Dann weiß ich auch nicht mehr. Eisenexport, Eisenimport. Guck mal, was ist lustig. Normalerweise kannst du Eisen importieren und kannst für teurer das wieder exportieren.
Bam, 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 bam. Es wirkt so, als wenn wenigstens die Sachen jetzt ausgeliefert werden. Obwohl hier beim Rumding wird immer noch nichts gemacht, ne? Dann lassen wir jetzt mal ganz dämlich und hau die Straßen weg. Weil vielleicht liegt es ja daran. Vielleicht gibt es einfach einen Fehler mit den Straßen. So, bevor es rum ist. Moment. Dann machen wir es nämlich so. Parks abreißen. Und setzen das Mistding so. Dann kann man nämlich noch eine Straße hier runtersetzen. Oh, sie haben rum abgeholt. Ich werde bekloppt. Haha, ich kann das Spiel vielleicht doch retten. Russland überweist mir auch ein bisschen Geld. So, dann setzen wir hier die Straßen auch mal neu. Die. Na komm, geh weg. Ach so, deshalb ist die Straße da dran. Wegen dem Polizeirevier. So, mal gucken, vielleicht hilft das hier ja auch schon. Ich importiere doch Eisen, oder? Ach, Gott sei Dank, ich mache Profite. So, der hier hinten ist auch verbunden. Der Handel mit Stahl wurde abgeschlossen mit Russland. Das ging aber schnell.
Aber lustigerweise sind drum immer noch 0 Einheiten exportiert. So, aber der Schmuck geht auch weg. Und jetzt geht's wirklich in die Richtung, wir sollten weitere Botschaften bauen. Tja, aber wir haben das Spiel erstmal gerettet, die Kampagne, und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tropico 5. Bis dann, euer El Presidente. Blablabla.